Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon. So, Pokémon Mond. Ja, jetzt hat mir gerade das Wort gefällt. Wir sind auf dem Weg zu Rolo City. Oder sind drin oder dran oder so. Es ist Abend. Ja, die Strandpromenade. Juhu. Sehr hübsche Stadt. Wie gesagt, wir werden mit jedem reden. Die hat aber ein Fashion-Bikini. Ich glaube, Fleckmann will einfach nicht ins Wasser. Tali muss jetzt erstmal sämtliche Bräute abchecken. Ah, das Meer, einfach nur herrlich. Hey, du! Du bist von ganz weit her gekommen. Nach Alola gekommen, oder? Das sehe ich dir an. Ja, so scheiße, wie ich aussehe. So touristenmäßig. Pass auf, ich bringe den Alola-Gruß bei. Komm, mach's mir nach. Alola. Wenn du zur Begrüßung immer Alola sagst, werden dich alle mögen, weißt du? In Hoolo City reiht sich ein Haus ins andere. Es gibt auch eine Touristeninformation. Okay. Ich sollte vielleicht auch da so runter und da so und so. Und schwupps, hier haben wir einen Pokéball. In dem ein Pokéball war. Am Himmel ziehen die Wingo ihre Kreise, am Boden trifft man sie so fast wie immer in ihre... Nein, ich dachte, das würde sie treiben. Tut das aber doch nicht. Wer ist mit ihr in ihre Scheiße? Das hat sich doch rein, was willst du? Hier, fang! Mann, nur weil du die armen Gufer so weich sind, musst du sie nicht durch die Gegend werfen. Wirf doch stattdessen ein paar Pokébälle, hm? Guf? Oh, was bist du denn? Mit dir kann ich nicht reden. Greift man ein Flug-Pokémon mit einer Attacke vom Typ Bohnen an, bleibt sie wirkungslos und richtet keinen Schaden an. Greift man dagegen ein Bohnen-Pokémon mit einer Wasserattacke an, wackelt die Hütte. Wer hätte das gedacht? Ah, du Schöne. Fleckmon besitzt die Fähigkeit Tempomacher, so kann es vom Gegner nicht verwehrt werden. Der Fleckmon da scheint allerdings trotzdem ordentlich verwirrt zu sein. Es hält mich wohl für seinen Trainer und lässt mich nicht in Ruhe. Kann ich jetzt hier auch so? Oder? Ach, wahrscheinlich brauche ich hier einen Angel. Ich weiß, irgendwas wartet da hinten, aber ich will nicht. Alola! Machst du hier Urlaub oder bist du auf Inselwanderschaft? So oder so bist du herzlich willkommen. Hier hast du ein Willkommensgeschenk. Ah, und Trank. Genieße deinen Aufenthalt in Hauoli. Hauoli und deine Zeit in Alola. Boah, ich denke immer, ich spreche den Namen falsch aus. Zusammen mit deinem Pokémon. Wo geht's rein? Hier? Wo geht's denn hier rein? Komm schon, irgendwo wird's doch hier wohl reingehen können. Da geht's raus. Nee, das wollte ich nicht. Geht's hier rein? Gibt's denn hier keinen Laden, wo man da reingehen kann, oder was? Komm schon. Du verarschst mich doch. Bin ich jetzt hier? Einkaufsviertel. Wir sind auf jeden Fall... Ich mag euch nicht. Komm schon. Also da kann ich schon mal nicht rein. Rede mit mir. Mir war es so, als würde hinter der Wand etwas lauern. Also habe ich instinktiv zu einem Karateschlag ausgeholt. Warum gerade zu einem Karateschlag? Na, weil so eine hohe Volltrefferquote hat. Wen sehe ich denn da? Das ist doch Maika. Minu. Ihr seid schon ein bisschen nervig, Leute, ne? Ich habe dich sofort an deinem Gang erkannt. Na, was sagst du? Hauoli ist super, oder? Alola ist toll, stimmt's? Oh. Hey, Maika, komm mit, ich will dir was Tolles sagen. Bitte lass es eine Boutique sein. Lass es eine Boutique sein. Hey, stimmt es, dass man hier etwas Tolles bekommt, wenn man einen Rotom-Pokédex hat? Das hat sich aber schnell herumgesprochen. Der Rotom-Pokédex ist zwar noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben schon eine Erweiterung für ihn im Angebot. Den Pokémon-Sucher, bitte sehr. Das ist ja der Wahnsinn! Ein Pokémon-Sucher, ist das nicht toll, Maika? Und was ist ein Pokémon-Sucher?
Mit dem Pokémon-Sucher kannst du Fotos von Pokémon machen. Rotom gibt dir Bescheid, wenn du irgendwo hinkommst, wo du Fotos aufnehmen kannst. Lass mich hier... berühre Rotom oder drücke den R-Knopf. Sehr hübsch. Der Rotom-Pokédex ist eine echt tolle Sache. Ja. Es ist zwar kein Pokémon, aber es steht dir trotzdem zur Seite, Maika. Nee, Moment mal, in ihm steckt ja ein Rotom. Das ist ja doch ein Pokémon, oder? Ach, ist ja auch egal. Ich warte draußen auf dich. Bis gleich. Mit dem Pokémon-Sucher fotografierst du Pokémon, Mit dem Pokémon-Sucher fotografierte Pokémon sehen auf den Bildern einfach total süß aus. Der Pokémon-Sucher wie auf im Los, ich will ganz schnell ein Foto machen. Du bist es zweifelsohne. Du bist ein Trainer mit einem richtigen Spiel für Pokémon. Ich habe lange nach jemandem wie dich gesucht, in der Hoffnung, etwas Hilfe zu bekommen. Hast du mir meine Zeit? Klar. Hervorragend, ich bin entzückt. Ich erforsche nämlich Pokémon in all ihren Formen und Farben, musst du wissen. Um sie zu erforschen zu können, muss ich sie allerdings erst einmal fangen. Leider tauge ich trotz meiner Begabung als Forscher offenbar nicht zum Pokémon-Trainer. Und so hat meine Feldforschung bisher nicht mehr hervorgebracht als die Wundenknöchel. Und hier kommt jemand ins Spiel, der das gleiche Gespür für Pokémon hat wie ich, du. Ich möchte dich bitten, 10 verschiedene Pokémon-Arten zu fangen. Das würde mir enorm helfen. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ja, warte. Der Tenkarat-Hügel dürfen leider nur Bewohner der Insel betreten. Ich frage mich, was da wohl für Pokémon leben. Willkommen in der ID-Lotterie. Ah, ja. Komm. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Pokémon, dass es klappen könnte. Ach, Quatsch, das ist ja ID. Entschuldigung. Und? War so klar, dass das nicht funktioniert. Ich habe nie Glück. Auf Melemele oder genauer gesagt im Melemele Blumenmeer soll es eigenartige Vogel-Pokémon geben. Und jetzt kommt Tali wieder, ne? Ah ja, klar. Maiki. Ich kann meinen eigenen Namen nicht lesen, ey. Maika, Tali, wie war es bei der Touristeninformation? Der rote Pokédex hat eine neue Funktion bekommen. Er kann jetzt Fotos machen. Wirklich beeindruckend, dieses Rotom. Das ist nicht euer Ernst, oder? Nanu? Haha, was war denn das? Komm, Maika, ich zeig dir ein Land, in dem was Tolles, total Leckeres gibt. Vielleicht möchte Rotom, dass du ein paar Fotos mit ihm machst. Wie dem auch sei, ich werde mich ein wenig in der Boutique umschauen. Yes! Wenn die sich in einer Boutique umschauen kann, dann kann ich das bestimmt auch. Da, Trina, was hast du denn da Schönes? Ach du Gott. Das ist ja ein Pokémon-Sucher. Kannst du damit auch umgehen? Wenn ja, verrate ich dir etwas. Aus dem Loch in der Mauer hier kannst du Fotos machen. Sieh zu, siehst du? Rotom reagiert darauf. Los, berühr es mal und sieh selbst. Wer Pokémon sucht, der findet. Ändert sich das Symbol, dann drück einfach den R-Knopf. Ja, der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Schiebepad. So. Ich will ein bisschen näher ranzoomen. Wie kann ich das denn machen? Ja, so wollte ich das jetzt nicht. Gefällt mir sehr schön. Was? Du hast schon mindestens ein Foto geschossen, möchtest du? Ja. Sieh dir ein paar schöne Fotos an. Anscheinend ist es am besten, wenn man Pokémon von vorne aufnimmt. Schieß einfach ganz viele Fotos mit dem Pokémon. So, Übung macht die Meisterin. Ach du Gott. In Haulu, sie gibt es wie Sand am Meer. Wie wäre es mit einem Besuch in der Boutique? Oh ja, bitte. Und da steht es auch schon. Lass mich rein. Hallo Maika, dürfte ich dich was fragen? Suchst du deine Kleidung eigentlich selbst aus?
Natürlich, wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Maika, schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe. Kaum hatte ich den Laden betreten, hat man mir einfach so diese beiden Artikel überreicht. Allen Anschein nach war ich der 99.999 Kunde der Boutique. Dass ich aber so etwas ähnliches bereits besitze, würde ich so gerne dir überlassen. Keine Ahnung. Gib her. Ah, ich habe ein Linsen-Etui. Toll. Und ein Kosmetik-Etui. Jetzt haben wir etwas gemeinsam, nicht wahr, Maike? Ach komm schon, lass mich rein. Sprechen wir noch mit der etwas älteren Dame und den Rändern. Schönen guten Tag. Ich verteile Geschenke an Besucher unserer Boutique. Hier ist mit besten Empfehlungen. Oh, ich habe einen Seidenschal bekommen. Gibst du den Seidenschal einem Pokémon, steigt die Stärke aller seiner normalen Attacken. Hii. Oh Gott sei Dank, endlich. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du deine Outfits zusammenstellen sollst, kombiniere doch erstmal ähnliche Farben. Damit bist du auf der sicheren Seite. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Da ist wieder so ein komisches Vieh. Wäre es nicht toll, wenn man seine Kleidung auf seine Pokémon abstimmen könnte? Wenn du dich umziehen oder neue Kontaktlinsen einsetzen möchtest, kannst du das in der Umkleidekabine tun. Dank dem großen Spiegel ist sie nicht zu übersehen. Wusstest du schon, dass Boutiquen je nach Insel ihr eigenes Sortiment haben? Ach ja, am liebsten würde ich ja alles gleich mit nach Hause nehmen. Ja, wie soll ich das denn machen? Okay. Bitte mit mir. Willkommen, ich will was kaufen. Okay. Oh, wie cool ist das denn? Also so richtig so begeistert bin ich zwar jetzt noch nicht. Man kann Shorts. Auf jeden Fall müssen wir erstmal einen anderen Hut. Der ist schon mal wichtig. Overknees finde ich jetzt müsste nicht so dringend sein. Ultramarin, okay. Dann nehmen wir noch die Overknees. Kann ich das auch sofort oben? College Top. Okay. Maritimes Alola Top. Surfer Top. Ah, okay. Dann nehme ich noch das Dings. Und die Shorts muss ich jetzt noch ändern. Nicht grau. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Auswahl hier. Ja, was soll jetzt kommen? Ich mag den Hut auf jeden Fall. Und der Hut ist gar nicht so schlecht. Ich will mal kurz, ich kann die Lippenstiftfarbe ändern, okay. Im Baugrund rot. Mal sehen, wie das aussieht. Ich möchte Kleidung anprobieren. Ich meine, haben wir jetzt nur die Sachen, die wir gekauft haben? Tropentop. Strickmütze. Achso. Nee, der Filzhut bleibt. Okay. Ja, machen wir so. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ich finde, das Ding hat jetzt nicht so die massive Auswahl. Ja, ich sehe gut aus. Der Hut finde ich ist auf jeden Fall sehr geil. Aber man sieht zwar ja bis jetzt immer so, dass immer
am Anfang ein bisschen schwieriger war. Ein Friseursalon und eine Boutique. Hier gibt's alles, was man für einen Imagewechsel braucht. Hallo, Lola. Egal, was dir als Frisur oder Haarfarbe auch vorschiebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Was darf denn? Ein kurzer Schnitt, ein Bob oder vielleicht Zöpfe und im Tod? Du hast die Qual der Wahl. Wir färben dir auch die Haare, ganz wie du möchtest. Na, was sagst du? Was möchtest du ausprobieren? Ja. Erstmal nur Haare schneiden. Ich mag meine schwarzen Haare. Kein Problem. Oh Gott, das ist teuer. Also gut, was soll ich sagen? Ein Haarkranz. Okay, lang und gewellt. Machen wir mal einen Haarkranz. Ich will wissen, wie das aussieht. Seitlicher Pony. Ja. Ich habe Angst zu gucken. Schnipp, wasch, wasch, schnipp, schnipp. Und wie sieht's aus? Oh, das sieht doch gut süß aus. Wo ist mein Hut hin? Mein Sohn hat seit kurzem eine ähnliche Frisur wie ein Pickpack. Die steht ihm total gut. Sie sagt, dass sie die Haare hier mit Hilfe von Pokémon-Tacken schneiden. Unglaublich. Okay. Bis auf in die nächste Stadt. Das Kampfbefehl der Schlemm- und Spachtel. Was? Spachtelpunkt des Einkaufszentrums, okay. Je länger ein Pokémon mit seinem Trainer reist, desto stärker wird die Freundschaft zu ihm. Alola! Ich wollte auch nur gucken, also hier geht's nicht lang? Oder wie? Das machen wir. Manchmal bin ich auch ein bisschen verwirrt. Ich höre immer so Geräusche, wo ich denke, das geht doch. Da schon wieder! Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt? So eine Reise will gut vorbereitet sein. Hier, vielleicht hilft dir das ja. Oh, ich habe Heilball bekommen. Pokémon, die du mit einem Heilball fängst, erhalten sofort wieder volle KP und von Statusproblemen werden sie auch befreit. Soll ich da jetzt rein oder nicht rein? Ach, ich kann da gar nicht rein. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich könnte da rein. Ja, dann ab in den Pokémon Center. Ich will deinen Enton haben, also lass uns gleich nochmal tauschen. Mit der Funktion sofort hin können wir im Handumdrehen Pokémon tauschen. Hey du, weißt du, was Herrscher-Pokémon sind? Sobald du eine Prüfung ablegst, wirst du erfahren, was Herrscher-Pokémon sind. Entschuldige bitte, du bist doch ein Trainer, oder? Nun, du fragst dich sicher, was solch eine Schönheit von dir, wie ich will. Die Sache ist die, ich hätte da eine kleine Bitte. Hättest du kurz Zeit? Ich danke dir. Nun, wie du sicher unschwer erkennen kannst, bin ich wahrlich ein bezauberndes Aussehen gesegnet. Aber Schönheit ist eben nicht alles im Leben. Um wirklich unwiderstehlich zu sein, braucht es auch eine mitreißend fesselnde Persönlichkeit, verstehst du? Und genau darum brauche ich deine Hilfe. Auf dem Hauruli-Friedhof leben angeblich sogenannte Driftlon. Diese in der Luft schwebenden Pokémon verfügen zwar über ein unvorteilhaftes kugelrundes Aussehen, punkten dafür aber mit einer fesselnden Persönlichkeit. Ich hoffe mir nun, im Tausch gegen ein paar Schönheitstipps etwas von dir zu lernen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du einen Driftlon fangen und den Pokédex registrieren könntest. Dafür belohne ich dich auch gerne. Soll ich dir was Tolles verraten? Wenn eine Attacke diesen selben Typen hat wie das Pokémon, die ein... okay. Herzlich willkommen in Alola ist jetzt 4 Uhr. Wir können Trainer. Ich nehme Roserade-Tee. Mal sehen, was du mir zu sagen hast. Eine gute Wahl, ein Augenblick. Danke fürs Warten. Ein Roserade-Tee, ganz nach Bestellung. Vor langer Zeit teilte man das Jahr ausgehend von der Mondphase in 12 Monate. Und ausgehend vom Stand der Sonne teilte man den Tag in 24 Stunden. Allein daran erkennt man bereits, wie wichtig Sonne und Mond schon für immer für das Leben ist, was uns Menschen war. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag.
Diese Süßigkeit ist eine Spezialität aus Yantara City in der Kalos-Region. Uhu! Voll gut. Und das ist für deine Pokémon mit den besten Empfehlungen. Ah, Pokémon. Sie heißen Pokémon. Okay. Ist hier noch? Okay, mit den zwei sprechen wir noch. Man kann Statusprobleme wie Gift, Vergiftung heilen, indem man eine Pokepause einlegt und das betroffene Pokémon mit Medizin einreibt. So wirkt es wahre Wunder. Ich bin, wer bin ich noch gleich? Ach ja, genau, ich bin der Attackenverlierer. Willst du? Nein. Na schön, dann würde ich sagen, wir beenden hier diesen Part. Ich speichere ab. Und im nächsten Part sehen wir uns auf jeden Fall, also geht es auf jeden Fall weiter mit der Erkundung. Ne? Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ich sage danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.